Hallo AFOPs, willkommen in Noppenstein Studio. Ich bin der Marco. Heute habe ich mal wieder was Militärisches für euch, den Mörser Tor. Ein Modell aus unserer Kooperation mit Custom Custombricks Custom Bricks hat das Set entworfen, wir produzieren die Teile. Mörser Tor ist insofern richtig, dass eines der sieben Geschütze dieses Typs Tor genannt wurde. Die Geschützreihe wurde genannt Mörser Karl oder Karlgerät oder Gerät 40, Gerät 040 oder 041. Das war die überarbeitete Version mit einem etwas kleineren Kaliber. Aber also wir reden hier über einen Kaliber von 60 cm. Also jede von den Granaten, die verschossen wurde, hatte einen solchen Durchmesser. Und da man irgendwann 1942 oder so der Auffassung war, das Ding soll nicht nur 6,5 Kilometer, sondern 10 Kilometer weit schießen, hat man dann ein etwas kleineres Kaliber von 54 cm gewählt. Und wenn dann das, als dann das 60 cm Rohr verbraucht war, denn nach einer gewissen Menge an Schüssen war das einfach durch, wurde das dann durch ein klein, kleiner kalibriges Rohr ersetzt, aber immer noch riesig. Dieses Teil wog schlappe 124 Tonnen, konnte auf dieser selbstfahrlafette 10 km/h schnell fahren. Ordentlich und brauchte irgendwie 16-Mann Geschützbedienung. Das wurde von hinten geladen, man konnte das hier so runter, ein bisschen die waagerechte theoretisch, und dann kann man hier von hinten aus, von hinten aus äh, quasi das äh, Geschütz laden. Das Fahrzeug wurde begleitet von einigen ähm, Munitionsfahrzeugen mit, äh, mit einem Kran hinten drauf, basierend auf einem Panzer 4, glaube ich, gestellt die dann so die Munition rüber schaffen konnten, um das Teil dann auch äh, zu befeuern. Maximaler Neigungswinkel waren 70 Grad. Das so steil kommt das Modell jetzt nicht, aber man kann sich es gut vorstellen. Und damit wurden Betongranaten unter anderem verschossen, habe ich gelesen. Also Betongranaten, die irgendwie 2,18 Tonnen wogen. Davon waren ganze 350 Kilo Sprengstoff, der Rest war einfach Beton drumrum. Das Ding hat dann natürlich, wenn es steil aufgetroffen ist, eine ordentliche kinetische Energie auch gehabt. Dieses Gerät war dafür da, so Festungsanlagen zu sprengen gegen diese Maginot-Linie. Bei der Offensive gegen Frankreich wo kam das beispielsweise zum Einsatz. Hatte eine ordentliche Streuung, das flog langsam, das flog bis zu 50 Sekunden lang, so ein Projektil, und das kam halt nicht immer exakt da an, wo man es haben wollte. Es war halt ein Mörser. Ein großes Teil jedenfalls und auch ein Set mit einer Menge Teilen. Wir reden hier über 1390 Teile. Jede Menge hellgrau, wer hätte es gedacht? Jede Menge Ketten und hier hinten schön, so mit so angedachter Kurbel, diese Ladevorrichtung. Ähm, ansonsten einfach, das ist jetzt kein, 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 kein Panzer, in dem man drin irgendwie geschützt von A nach B fahren konnte und dann schießen. Nein, das dauerte halt Minuten, das Ding in Position zu bringen, es richtig auszurichten. Ähm, dann musste per Hydraulik, musste diese Wanne, diese 120-Tonnen-Wanne, musste auf den Boden abgesenkt werden, weil beim Schuss so eine krasse Energie frei wurde. Die Ketten alleine hätten das nicht aufgefangen, das Ding musste wirklich auf dem Boden stehen. Das war nichts mit, mal schnell vorrücken und schnell schießen, das aufzubauen, das einzurichten, hat jeweils gedauert. Es war halt einfach ein schweres Geschütz. Es wurden äh, insgesamt sieben davon gebaut, das siebte schon gleich mit dem kleineren Kaliber, das kam aber auch nie zum Einsatz. Ähm ich glaube, das Einzige, was noch existiert, steht als Kriegsbeute in einem Panzermuseum in der Nähe von Moskau. Fünf wurden irgendwie zerstört von der Bedienungsmannschaft, damit sie nicht in die Hände der Alliierten gerieten. Also ein absurd großes Teil, von dem es, wie gesagt, ein halbes Dutzend im Einsatz gab. Die hatten dann so interessante Namen wie Baldur, Wotan, Odin. Was lustig ist, weil Wotan und Odin irgendwie zwei verschiedene Namen für die gleiche Gottheit sind, wenn ich richtig gelesen habe. Thor, Loki, Ziu und Fenrir. Fenrir war der, der dann nicht mehr zum Einsatz kam. Ist auf jeden Fall ein detailliertes Modell aus der Designschmiede von Custom Bricks. Jede Menge hellgrau und es verbirgt sich auch kein Magenta oder Leim oder so im Inneren. Nein. Ähm, können das Geschütz hier, wie gesagt, ausrichten, kann es in die Waagerechte bringen. Spielwert hat es ansonsten nicht. Es ist jetzt auch kein Spielzeug in der Hinsicht, dass es super stabil wäre. Ich meine, wir haben hier äh, Roboterarme, teilweise halt zwei Roboterarme pro Stange, teilweise einen Roboterarm. Ähm, das sieht gut aus, wenn man es richtig ausrichtet, aber es ist halt nicht unglaublich stabil. Es ist definitiv ein Display-Modell für ein Diorama äh, mit jeder Menge Natur drumherum oder so ähm, oder für eine Vitrine. Dafür ist es gedacht, äh, zum Bespielen ist es nicht gedacht. Es gibt jetzt hier auch keine Klappen, man kann nicht ins Innere. Ich glaube, das Innere besteht aus Motoren für die Hydraulik, für, äh, damit das Ding überhaupt vorwärts kommt. Es gab auch einen ganz speziellen Tragschnabelwagen, dass der mit der Bahn fahren konnte, über die Brücken, die dafür ausgerichtet waren, die stabil genug waren. Es gab, man konnte den irgendwie zerlegen und auf mehreren Lafetten transportieren, also weil so an sich, mit diesen 10 kmh, kam der halt nicht wirklich vom Fleck, um irgendwie mal 200 Kilometer weit woanders hin verlegt zu werden. Das, diese 10 kmh, die waren dann so für die letzten Meter bis zur Schussposition da. Auf jeden Fall ein großes Set, jede Menge Teile zu einem, wie ich finde, attraktiven Preis. Fassen wir mal zusammen. Das ist der Mörser Tor, ein Blue Brick Special von Custom Bricks designed. Set Nummer 101 100, 1390 Teile für knapp 50 Euro. Abmessungen 36 cm lang, 10 cm breit und Höhe. Ja, 14 cm, wenn das Rohr grob in der Waagrechten ist. Die Baukomplexität finde ich persönlich sehr anspruchsvoll. Ähm, viel mit Snot, viel hängt auch nur an einer Noppe. Bei vielen muss man ein bisschen gucken, wie man es anfasst. Deswegen, wie gesagt, ein Displaymodell kein Spielzeug. Wenn es so aufgebaut ist, wenn es steht, sieht es prima aus. Und das ist ja letztendlich das, was ein Displaymodell auch tun sollte. Hier vorne ist noch ein bisschen Werkzeug zu sehen. Ansonsten, wie gesagt, das große Teil besteht letztendlich äh, aus Vorrichtungen, damit es fahren kann, Vorrichtungen, damit es stabil steht. Es hat keine Innenräume, keine Klappen, keine Mannschaftsquartiere. Die Mannschaft dieses Geschützes, die muss in Begleitfahrzeugen fahren. Und wenn ich richtig gelesen habe, braucht es eine Mannschaft von ungefähr 16 Leuten, damit dieses Ding funktioniert. Ein großkalibriges Geschütz und mit knapp 1400 Teilen auch ein großkalibriges Blue Bricks Special Set. Ja, für heute war es das damit schon wieder aus dem Noppenstein-Studio. Ihr wisst ja, Noppensteine kann man nie genug haben. Und beim nächsten Mal gibt es noch mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen.